Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Update. In dieser Woche stehen so ein bisschen Laptops im Vordergrund. Also ich habe einen neuen Laptop von Gigabyte geschickt bekommen und ihr habt relativ viel kommentiert, dass ihr was von Apple M1 sehen wollt. Was genau wir damit machen, habe ich keine Ahnung, weil ich habe von Apple gar keinen Plan. Also ich benutze zwar ein iPhone, aber ansonsten bin ich bei Apple eigentlich raus. Also ich habe auch von dem Betriebssystem überhaupt keine Ahnung. Also keine Ahnung, was ihr davon sehen wollt. Viele haben geschrieben, macht doch mal was zu M1. Wir haben jetzt was gekauft, aber was wollt ihr dazu sehen? Das ist die große Frage. Ich habe hier erstmal dieses wunderschöne Gigabyte Aero 15 geschickt bekommen. Dazu machen wir nochmal ein komplett separates Review. Also das ist mit den neuen Nvidia RTX 30 Grafikkarten, RTX 3070 in dem Fall. Und ich habe mir in dem Fall gedacht, ich mache das anders als sonst, dass ich jetzt nicht nur einfach den Laptop so teste, sondern ich benutze das Ding jetzt einfach selber erstmal 2 bis 4 Wochen im Alltag. Ich denke, da kriegt man einen viel besseren Eindruck, was kann das Ding am Ende nicht. Da ist mir zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass die Leertaste ein bisschen quietscht. Ich weiß nicht, ob man das so hören kann, wahrscheinlich nicht. Aber da bin ich zum Beispiel dran. Also solche Dinge, die fallen einem einfach eher auf, wenn man das Ding dann mal längere Zeit im Alltag testet. Und ja, covern wir dann nochmal in einem extra Video, wenn ich mit meiner, ich sag mal, Langzeiterfahrung so ein bisschen durch bin. Dann schauen wir mal, was so eine RTX 3070 in einem aktuellen Notebook kann. Dieses Video wird präsentiert vom neuen Z590 Mainboard ASUS ROG Maximus 13 Hero. Die mittlerweile 13. Generation der ASUS Maximus Boards ist mit 16 Phasen ausgeschaltet, wovon 14 in einer Team-Konfiguration ohne Doppler für die CPU-Kernspannung verantwortlich sind. Zusammen mit dem AI-Overclocking-Feature und einem gut dimensionierten Kühlkörper steht einem Extreme-Overclocking-Versuch nichts im Weg. Insgesamt 4 M2-Slots, Wi-Fi 6E, 2,5G-Netzwerk und ein sehr gut ausgestatteter I.O.-Bereich machen das Hero wie gewohnt zum perfekten Mix aus Overclocking und Gaming Mainboard. Mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. Der Fuchs ist auch mal wieder hier. Hallo. Schön, dass das Mikrofon auf mich gerichtet ist. Auf jeden Fall, hier haben wir ein wunderschönes MacBook Air 13. Ich weiß die Specs nicht mehr. In Gold. In Gold, genau. Packen wir das mal schnell aus. Gibt es das auch in schnell? Nein. Ja. Ich kann es nicht erschrocken. Hat. Tada! Oh Gott. Geil, Gold. Ich will es nicht auspacken. Also Gold ist schon schön, muss ich schon sagen. Es ist natürlich gerade, wir sind halt hier in meinem Wohnzimmer und es ist halt alles so ein bisschen gelbstichig hier. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich weiß, wie man Weißabgleich macht, aber ich wollte, dass es vom Licht her so ist, wie ich das auch sehe. Deswegen ist es ja alles ein bisschen gelblich. Und kannst du es mal aufmachen? Oder? Alles klar. Der. Was ist das hier? Okay. Die Eingabesprache. Die Eingabesprache, um die Standardtaste festzulegen. Okay, machen wir. Das ist ja Lichtgeschwindigkeit, dieses Teil. Man muss noch fortfangen, Ding. Nimm mal die Maus. Du schaust schon aus. 2000 Jahre später. Oh Gott. macOS enthält ein integriertes Bildschirmleseprogramm mit der Bezeichnung VoiceOver. Wenn du mit der Verwendung von VoiceOver vertraut bist, drücke jetzt Befehlstaste F5, um es zu aktivieren und deinen Mac zu konfigurieren. Nein. Falls du Anleitungen benötigst, um VoiceOver für die Konfiguration deines Mac zu verwenden, drücke die Escape-Taste. Hat die gerade wirklich macOS gesagt? Ist es in dem Ding falsch drin, dass es nicht macOS sagt, sondern macOS? Nein. Alles klar. Woran merkt man, dass beide gar keine Ahnung von Apple haben? Wenn man gerade die Apple-ID eingeben möchte und keine Ahnung hat, wie das Ad funktioniert. Wie zum Teufel geht das? Nee. Warum ist es auf dem L? Option.
Keine Option, da werde ich hierfür ausgelacht. Option und. Warum? Ich verstehe es nicht, alles klar. Ich bleibe bei Windows. Bin jetzt schon raus. Wisst ihr, was so das Schlimmste als Tech-Reviewer ist? Gehäuse. Gehäuse sind einfach groß, sperrig. Ja, tendenziell ist auch nicht viel wert, wobei das für mich jetzt nicht unbedingt ein Kriterium ist. Das ist mir nicht ziemlich egal. Aber ich muss das ganze Zeug ja alles irgendwie unterbringen und gerade ein bisschen Kellerausbau betreiben. Das ist die Frage, wie geht es hier voran? Oh mein Gott, was steht hier alles rum? Aber Regal sieht ja schon mal gut aus. Hier ist so viel Kram rum. Ja. Brauchst doch keine Hilfe. Nee. Habe ich die alles alleine gemacht. Brauchen noch Kabelbinder, dann kann man das hier so professionell dran befestigen. Professionell verschrauben mit Kabelbindern, gefällt mir. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Was dir aufgefallen ist? Was ist dir aufgefallen? Dass die Gehäuse zu viel Platz wegnehmen. Ja, das ist mein Problem. Ich glaube, die Gehäuse, die werde ich einfach Instagram Giveaway, dann kommen die weg. Auch in meiner Wohnung geht es noch weiter. Da muss noch ein neuer Spiegel hier rechts an die Wand. Und ja, ich habe mir da entsprechende Unterstützung geholt, dass ich das nicht selber machen muss. Der eigentliche Grund ist, dass ich eine kleine OP hatte, also alles gut, nichts Großes. Und deswegen noch nicht so ganz fit bin diese Woche. Und deswegen lasse ich mir da helfen. Ist besser, als wenn ich das jetzt alles selber mache. Ich habe übrigens gebohrt. Perfekt. Schlüsselhalter habe ich jetzt auch. Ja, wieder wunderschönes Wetter hier in Berlin, muss ich sagen. Ich finde es sehr, sehr geil, dass hier das Wetter jetzt auch mal so ein bisschen eskaliert. Im Süden, da war ich es ein bisschen mehr gewohnt. Da war das eigentlich jedes Jahr, dass es mal so ein bisschen mehr geschneit hat. Aber hier in Berlin eher seltener. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ist jetzt wahrscheinlich bei den meisten in Deutschland gerade so. Das ist immer eine schöne Abwechslung. Ja genau, wir fahren gerade kurz zu Case King, meiner absoluten Lieblingspackstation. Denn da sollte wieder ein Paket auf mich warten von Corsair. Da sollte eine neue SSD drin sein. Schauen wir mal. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein Paket von Asus. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, was da drin ist. Größentechnisch könnte das ein Mainboard sein. Maximus 13 Hero ist das Z95. Das ist Z95, oder? Cool. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr schick aus. Das ist das erste Z95 Board, hatte bisher noch gar keins zum Testen. Ich erwarte auch nicht, dass sich viel ändert zwischen Z95 und Z94. Klar, neue CPUs, aber ansonsten ist es ja quasi das gleiche wie vorher. Ich bin gespannt. Und dann haben wir hier noch in dem anderen Paket, das war eigentlich das, was ich gesucht hatte. Hier ist eine Corsair MP600 Pro. Das ist die neue Serie von Corsair, also MP600 kennt ihr ja von mir. Das hatten wir ja schon öfter und jetzt gibt es ja die Pro und die Core, glaube ich. Die Pro dann eben wassergekühlt. Das ist schon ganz lustig. Also sehr, sehr simpler Wasserkühler hier oben. Kunststoff, Druckgussteil und dann unten drunter ein relativ simples Kupferteil. Das ist jetzt die ganz neue, sage ich mal, Generation PC Express 4.0 NVMe SSDs. Und dieses Produkt, so eine wassergekühlte SSD, das ist so... Das ist so ein ganz typisches Produkt, wo ich mich nicht entscheiden kann. Finde ich das eigentlich richtig geil aus Enthusiastensicht oder finde ich das einfach unfassbar dämlich, dass man eine SSD Wasser kühlen muss? Aber irgendwie hat das schon was. Ich finde es schon irgendwie ganz geil, dass man die SSD Wasser kühlt. Ja, ich werde die wahrscheinlich gleich mal einbauen und mal kurz testen. Wir haben hier bis zu 7000 MB pro Sekunde. Das ist schon ganz geil. Also da denke ich jetzt mit der neuen Generation, die es jetzt gibt, da lässt sich schon gut was anfangen. Gut machen Sie das. So gefällt mir das. Kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zu unserer MP600, die wassergekühlte, die wir uns vorhin angeschaut haben.
hier diese schöne SSD. Aktuell zum Vergleich haben wir hier eine MP600 normal drauf, also die Vorgängergeneration, luftgekühlt, ganz normal hier in einem Asus B550 E-Gaming Mainboard drin. Und hier habe ich gerade einen Run gemacht, Crystal Disk Mark. Da sind wir, so wie es sein soll, bei knapp 5000 MB pro Sekunde lesend, etwas über 4000 MB pro Sekunde schreibend. Ich habe jetzt nur diesen einzelnen Durchgang gemacht. Und wie ihr hier sehen könnt, hatten wir dabei eine maximale SSD-Temperatur bereits von 46 Grad Celsius. Und jetzt mache ich einfach kurz den sequentiellen Test dreimal. Also der läuft ja insgesamt 9-mal durch. Sequenziell lesen, schreiben, und den lassen wir jetzt dreimal durchlaufen. Dementsprechend 27 Mal. Das geht auch relativ schnell. Also wir reden hier Zeitraum von 4 bis 5 Minuten dauerhafte Belastung auf die SSD. Und das Problem kann man jetzt in Hardware Info relativ gut erkennen. Wir sind jetzt hier bei einer Temperatur. Oh, das ist interessant. Da gab es sogar einen Bluescreen. Also ja, ihr seht, es mag die SSD tatsächlich nicht, wenn es so warm wird. Wir hatten da, ja, ich würde mal sagen, bis zu 80 Grad Celsius auf der SSD, und dann bricht auch die Leseschreibgeschwindigkeit ein. Ja, da kann man sehen, was passiert, wenn so eine SSD überhaupt gar nicht gekühlt wird. Natürlich, wir haben hier gar keinen Luftstrom. Normalerweise, wenn die in einem System sitzt und da ist auch noch ein bisschen Luftzug, dann ist das auf jeden Fall deutlich besser. Und man hat auch so einen Anwendungsfall normalerweise nicht. Also gerade im Gaming-Betrieb hat man so eine Last nicht, dass man 5-6 Minuten lang am Stück die ganze Zeit sequenziell liest und schreibt. Das ist so die schlimmste Situation für so eine SSD. Ab hat man einen Fall, wo man die ganze Zeit dauerhaft viel liest und schreibt, dann wird so eine SSD schon sehr, sehr warm. Und wir sehen ja, wie es geändert hat. Erst bricht so die Schreibrate runter, die war dann plötzlich bei 1500 MB pro Sekunde, bevor der Bluescreen kam. Und jetzt, ja, baue ich mal um auf die wassergekühlte SSD und schauen wir mal, wie die Temperaturen dann sind. Und da ist die MP600 Pro auch schon drin. Ihr seht, Wasserkühlung vorbereitet, das heißt, ich habe Quick-Connect-Anschlüsse hingemacht. Hier, da werde ich gleich die Wasserkühlung anschließen. Lüfter lasse ich aus, die brauchen wir für die kleine Abwärme sowieso nicht. Das reicht einfach, wenn das durchgepumpt wird. Und hier sehen wir auch schon, das sieht sehr, sehr gut aus. Die Lesegeschwindigkeit, knapp unter dem, was es sein sollte, die ist ja mit 7000 MB pro Sekunde angegeben. Da haben wir 6800. Lesen haben wir allerdings gut übertroffen. Das sollte eigentlich nur 6550 sein. Da haben wir aber 6860, also das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr krass aus. Und dann schließen wir jetzt mal die Wasserkühlung an und schauen, was die Temperaturen sagen. Mittlerweile läuft das SSD-Testing-Setup hier für, ich würde sagen, knapp 10 Minuten. Wir sehen, es läuft immer noch, wir haben immer noch genau die gleichen Werte, die wir eigentlich haben wollten, also um die 7000 MB lesend und auch ungefähr das gleiche schreibend. Und wenn wir jetzt mal in Hardware-Info schauen, dann sehen wir da echt sehr, sehr gute Werte. Wir sehen Maximum lesen 7150, Maximum schreiben 6916. Also es ist deutlich schneller als das, was auf der Verpackung angegeben ist. Dementsprechend mega happy mit den Werten, und temperaturtechnisch, ihr seht, maximal 27 Grad Celsius, wie auch erwartet, weil die Abwärme von so einer SSD natürlich für eine Wasserkühlung ein Witz ist. Also wassergekühlte SSD, eigentlich eine coole Sache, aber man muss natürlich bedenken, dass der Einbau echt nicht praktisch ist, weil wir haben die Anschlüsse so mega dicht an der GPU und an der CPU. Das heißt, es ist nicht unbedingt praktisch, und ich sag mal, in 99% der Fällen, wenn ihr einen Gaming-PC habt, werdet ihr das niemals brauchen. Aber es ist eben so ein Produkt, wo ich sagen muss, ich finde es halt cool, dass es geht. Und niedrige Temperaturen finde ich halt persönlich auch mal ganz geil. Ich weiß nicht, vielleicht basteln wir sowas mal in Projekt Unvernunft in die nächste Version, wenn wir die wahrscheinlich Ende des Jahres dann auflegen. Ja, damit sind wir auch schon durch für dieses Video. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Sorry, dass in den letzten 2 Wochen so, ich sag mal, relativ wenige Videos kamen, aber ich muss mich jetzt mal so ein bisschen erholen von dieser kleinen OP, auch wenn es nichts Wildes war, aber so eine Narkose ist trotzdem immer so ein bisschen was Anstrengendes und hau dann erstmal ein paar Tage aus dem Leben. Und ja, alles wieder auf Track, und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Sieg? Findest du es bequem unter der Bettdecke? Okay, ich lasse dich schlafen. Sie hat sich übrigens wirklich, wirklich alleine darunter gelegt.